Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Kitte. Ja, und unsere tapfere Heldin Petra Wu. Die hat gerade einen armen Typen da. Ja, ein Wilderer. Der war plötzlich hier ja, und der hat uns gesagt, er hätte Höhenangst. Das, natürlich, weil sie hat ihn einfach in die Luft gehoben. Und was hat er jetzt gedacht? Dass sie jetzt sagt, ach du Armer, du, ich stell dich wieder auf die Füße oder was? Tja, scheint so. Tatsache haben wir jetzt eine Leiche mehr. Ein mehr, den wir umgebracht haben. Wir dürfen. Für das Levioso für einen unfreundlichen Akt gehalten. Ja. Na, ihr Hühner? So. Wir haben nur das Endziel. Ja. Auf der Karte. Ja, da hätten wir noch ein Wälder. Nee, ist ein Trollversteck. Ja, ja, das muss nicht sein. Hat man das schon? Hey, gehen wir mal gucken. Wir gucken nochmal. Ich weiß ja auch nicht mehr. Aber wir hatten da, glaube ich, eins, das nicht, wo er nicht reinkam. Ja, irgendwie halt. Ja, hübsch. Ja, hier, aber hier sind wir. Waren wir hier nicht drin? Also nee, hier natürlich fehlt nicht, auf weil das jeden geht nicht Fall auf. Ein aber dann würde uns ja noch ein Würfel fehlen, oder? Ja. Da fehlt ein blauer Würfel. Ich sehe aber keinen Würfel. Na, der muss ja nicht unbedingt genau hier vor deinen Füßen sein. Das wäre einfach zu schön. Aber ganz so freundlich sind sie dann wieder nicht. Ja, das genau, das war der Pustefix. Ja, genau. Rebellion. Sieht interessant aus. Was sieht interessant aus? Keine Ahnung. Ja, ich sehe hier keinen Würfel. Nö. Nö. Was ist denn das für ein Geräusch hier? Was für ein Geräusch? Es klang, als ob jemand irgendwie was, weiß ich nicht, was hauen würde oder was hacken würde oder so. Vielleicht so eine verzauberte Spitzhacke, die vor sich hin ackert. Stimmt, die gibt's ja hier immer. Die arbeiten ja immer ganz fleißig. Ja. Ja. Könnte doch sein. Ja, könnte durchaus sein. Tja, wenn das so ist, dann gucken wir uns das hier mal an unterwegs. Ja. Können wir machen. Oh, sieht hübsch aus, die Stimmung hier, ne? Ja. Ich hoffe, es ist eine Morgenstimmung. Na, es ist so hell, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es morgens ist. Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Ja. Aha. Ja, das ist wohl etwas Größeres, hä? Ja. Rebellion. Oh, ach, ist das hier? Ist. Da die haben Glocken wir doch dieses sind da, die wir da befreien sollen. Ja. Da nix wieder hin. Aber es sind ein paar Feinde natürlich. Sieht auch aus wie die Stelle auf der Schatzkarte. Ja, aber jetzt gucken wir uns erstmal die Typen an, die hier rumlungern. Geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Na gut. Aha. Es wurden Fehler gemacht, aber ich kann mich nicht beschweren. Wenn ich so daran denke, haben wir schon Schlimmeres gesehen.
Das kann so sein. Ah. Tja. Ja, wo ist er? Menschen in Upper Hawksville zittern, wenn sie mich sehen. Und das aus gutem Grund, oder wie? Na? Wahrscheinlich brauchen wir mehr Holz, wenn wir nicht kaprieren wollen. Graue Wetter scheint. Vielleicht höre ich auch nur meinen Magen. Ja, das könnte sein. Wo bist du denn? Nein. Wo bist du hin? Unsichtbar. Ich hasse Höhen. Ich hasse Höhen. Oh, das ist auch einer von der Sorte, der die Höhenangst hat. Wenn jemand Ärger sucht, bin ich genau die Richtige. Wo bist du denn? Zeig ja dich mal. Da hinten ist eine, aber die ist so weit weg. Das kann ich nicht. Da oben ist sie. Ja. Da ist eine Truhe. Da ist ein Feind. Aha. Meine Mutter sagte immer, ein freier Kopf sorge für einen freien Weg. Dein Weg scheint allerdings genauso. Vielleicht wachs mir ein. Bist du das? Nein. Nun ja. Gut. Revelio. Hier vorne scheint keiner zu sein. Ja, und da ist so ein Zelt. Und da ist wieder jemand. Hä? Ach, der war schon kaputt. Wo war's? Ja, hier haben sie aufgetischt und schon abgeräumt wahrscheinlich. Unsere Belohnung liegt hier drin, habe ich gesehen. Manipulation 1. Gucken, da hat man ja keine Zeit, um zu gucken. Ach, das ist Belohnung Nummer 2. Das ist doch großzügig. Das ist ein Dings, ja. Aber hier ist doch irgendwo eine Truhe gewesen, oder? Oder Rebellion. Hat sich abgezeichnet. Aber erstmal sind ja da auch die Glocken. Ja. Können wir natürlich auch erstmal hin. Ja, aber ich glaube, hier machen wir erstmal. Erstmal alles fertig. Da musst du nach oben, weil da ist auf jeden Fall eine Truhe. Gut. Ach so. Und dafür so ein Mega-Power-Trank. Ach, guck mal. Da drüben sind ein paar Leute. Ein paar ist gut. Wahrscheinlich mehr als nur ein paar. Ja. Meistens sind es ein paar mehr, als uns lieb ist. Revelio. Ah. Nein, nicht! Nicht? Warum nicht? Er ist tot, aber es gibt, glaube ich, noch mehr. Ja, ja. Ich sollte. Oh, hier sind auf jeden Fall drei. Die ich sehe auf einen. Tot! Ein Ohr!
Oh ja, oh, wir sind ganz schön viele hier. Das geht. Hinter dir. Oh, ey. Du hast das ganze Lager. Schau mal nach oben. Schau mal nach oben, nein, lieber nicht. Aua. Was war das denn jetzt? Das hat jemand auf dich geworfen. Das war ein Bug. Nee, ich habe den einen in Fass verwandelt. Aha. Und das ist aber... Ich wollte es eigentlich werfen, ist aber in der Luft explodiert. Aber hier muss irgendeiner sein, der dich mit Strom machen will. Pass auf. Da ja, da oben. Hast du Nora Treffel befreit, oder? Das ist ein Wo denn? Zeig dich. Da ist er. Und dann taucht er wieder ab. Der Feigling. Der ist nicht fein, der ist. Ja, hier, hier. Irgendwo da hinten ist noch was. Also im Augenblick sehe ich jetzt keinen. Aber gleich. Oder auch nicht. Na, wir müssen auf jeden Fall nach oben. Ist mir egal. Ist dir egal? Oh, wenn es dir egal ist. Da, halt. Lass mich sofort runter. Na gut, dann lassen wir dich eben runter. Und? Besser jetzt? Da oben. Revelio. Oh. Das hätte jetzt gut geklappt, aber gerade das Ding daneben. Der läuft hier weg, der Feigling. Der läuft nicht weg, der geht weg. Der hat dich noch gar nicht bemerkt. So, da ist er. Das, ja, ich kann wenn er dich bemerkt hätte, hätte er sich dann nicht in aller Ruhe hingestellt. Jetzt. Mich wirst du nicht so schnell. Was hast du jetzt gedacht? Hast du gedacht? Das war nicht so. Gut, einer ist noch da, der ist irgendwo hier hinten. Damals, wo die Treppe ist. Ja. Interessante Landschaft. Ja, also. Da drüben ist auch so eine Burgruine. Da hinten sind das so sind das Zelte oder was ist das? Ha? Diese spitzen Dinger da sehen aus wie so. Spitze Dinger? Na. Da ist doch sowas, so spitze Häuser. So mit so Spitzdächern. Ah, oh, ist okay. Ist okay, ist egal. Da ist auch so ein Ding, so ein Ballon. Siehst du es nicht? Wenn du über den. Ah, Fluss ja, hinweg, da. Ja. Da hinten, ja. Da über ihrem Hut. Genau. Ja, das sieht aus wie komische Eingeborenenhäuschen. Ja, genau so. Oder Hütten. Das bedeutet Ärger. Und ich bin ganz allein. Ja, du bist eigentlich fast immer allein. Irgendwo ist hier noch einer. Keine Ahnung. Revelio. Hier liegt es drin, doch. Alles extra für dich, guck. Ja. 12 Goldmünzen.
wie aufmerksam. Nochmal 15. Oh. Nett. Aber was ist das Blaues? Da war was Blaues. Guck mal da ja, hinten. Ja, guck mal da mal hin. Blaues. Das hier ist ja auch noch eine Truhe, zum Beispiel im nächsten Zelt. Ja. Hier, da sind auch noch welche Leute. Das ist eine Person habe ich auf jeden Fall gesehen. Also ich gehe davon aus, das sind... Revelio. Vielleicht sogar noch mehr da. Das Blaue jetzt wieder. Da ist einer. Da hinten genau. Ist einer. So ein roter. Der marschiert da. Hallo. Der ist hinter der Mauer. Der ist da draußen, ja. Naja, nicht hinter dieser Mauer. Also hinter dieser schon, aber auf der anderen Seite. Oder? Hey, wo bist du? Zeig dich. Wir tun dir auch nichts. Wir heben dich ganz sanft in die Luft. Da. Und lassen dich dann fallen. Das tut gar nicht weh. Fast nicht. Ja, sieht irre aus. Ne? Das sind diese Dinger, die aussehen wie Zelte, die für uns aussehen wie Zelte und auch Zelte sind. Aha. Mhm. Wo ist denn der? Revelio. Unter uns? Ja, wir müssen ja nicht jeden einzelnen tot machen, oder? Nö. Aber wenn er uns angreift, ist das peinlich. Ist das was? Peinlich? Ja. Warum? Ich wollte nicht das Fass kaputt machen. Ist das ein Kissen, was da liegt? Hä? Kissen? Nee, Sack. Was bist du? Melde dich. Na gut. Ja, also ich würde sagen, wir können das hier. Ach so, haben wir alles angeguckt? Nicht der beste Ort, so ganz ohne Begleitung. Nein, aber die meisten Orte, an denen du dich rumgetrieben hast, die waren eigentlich, der warst ja auch allein. Wo ist diese Kiste? Da dahinter. Wie kommt man denn da hin? Ja, ist das da draußen? Ja, das nehme ich mal an. Das hast du aber mal gerade so geschafft. Nee. Was ist das denn da? Hä? Ich blick's nicht. Wie kommt man denn da rein? Also nicht so offensichtlich, wie du es bisher probiert hast. Das gibt's doch gar nicht. Vielleicht kommst du von oben rein. Nein. Aber von da unten, ja. Nein. Das machen sie absichtlich, damit... Guck mal, du kommst hier nicht rein, aber du kannst es sehen. Aber findest du da was? Nee, wahrscheinlich nicht. Ach, jetzt reicht's aber. Vergiss es. Wenn der eine Kiste hier stundenlang, das bringt's ja auch nicht. Hm. So. Da oben ist ein Fass. Oder? Du kannst es also verbrennen. Ey, guck mal, da hinten ist eine Truhe. Ja. Und? Ja, toll, das hat sich so richtig gelohnt. Ja. Jetzt habe ich es endlich gefunden, jetzt kann ich es gar nicht mitnehmen. Ja, Pech. Tja. Eine gemeine Gemeinheit. So, wir wollen schon eine Glocke aus. Wir wollen schon den Glocken nicht vergessen, ja. Ja, ich wollte auch gucken, was es da mit dem Blauen auf sich hat. Revelio. Ja, hier ist es aber nicht. Doch, doch, hier ist es irgendwie. Genau. Aha. Ja, kannst du durch. Toll. Ja, gut. Und hier ist nochmal was.
Also ich meine, da ist auf jeden Fall ein Pfeil. Doch, sieht das niedlich aus. Ja. Und jetzt? Gute Frage, nächste Frage. Hier ist überall vergittert, aber das ist ja kein Hindernis. Ja, wir müssen uns nochmal die Schatzkarte mit dem Glockenrätsel angucken. Ja, auf jeden Fall. Die ist irgendwo hier oben drin, in irgendeinem von den Türmen. Ja. Das war irgendwo hier vorne, der Glockenturm. Da kann man sie erst schon sehen. Ja, da sind genau sie sehen. Ja. Also eigentlich, wenn du da irgendwie hochkommst, hochkletterst oder wie? Ja. Das nützt uns doch nicht viel, weil wir einen ganzen Schritt entfernt sind. Und dahin springen sehe ich dich nicht, oder? Oder kann man das von hier aus irgendwas machen? Nee. Na gut, du kannst ja, natürlich das kann hinfliegen. Schon sein, dass man von hier aus machen kann. Aber halt. Hier siehst du sie ja nicht mehr. Nee. Ah, das ist übel, diese Steuerung. Ja, da sind die Glocken. Landen im Moment nicht verfügbar. Da kannst du da gar nicht landen, dann musst du da landen, dann musst du irgendwie hochklettern. Also das ist auf jeden Fall eine Note, also hier so ein Ding, so ein Notenschlüssel. Davor. Wo ist ein Notenschlüssel? Da. Da ist gut. Was immer das ist, sieht aus wie ein Notenschlüssel. Da unten. Ach da, ja. Ich kann mich noch vage an meine Kindheit erinnern, also nicht Kinder, sondern Schulzeit erinnern, als ich da sowieso mit Notenschlüsseln zu tun hatte. Hatte ja jeder wahrscheinlich. Abteilung. So. Ja. Die musikalische Karte. Ja, die Karte mit dem musikalischen Geheimnis. So. 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4. So müssen sie da hängen. Hängen die da so? Und dann gehen hier die Noten dann. Dann musst du entsprechend die Noten da packen. Also links unten, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Einfach da rein nach hoch? Naja, da bin ich jetzt nicht so sicher. Ah. Ah, ich ahne was. Ja, erzähl. Ja, und zwar hier. Ja. Das sind die Noten, die wir spielen müssen. Ja. Und das sind die Tonhöhen, wie die Glocken hängen. Aha. Aha. Okay, da werde ich mir bei Gelegenheit das hier mal übersetzen müssen auf die Glocken. Das machen wir dann bei Gelegenheit, weil das muss man sich aufzeichnen. Aha, ich jedenfalls. Kannst du ja machen in der Pause dann. Ja, genau. Okay, dann zeigst du uns, wie du es gemacht hast. Okay, dann sind wir jetzt hier erstmal soweit fertig, denke ich mal. Ja. Okay, dann kann ich mir merken, hier ist das Glockenrätsel. Schloss Klagmar nennt sich das. So, dann haben wir noch hier die Küste. Mhm. Da müssen wir ein Flohfeuer aktivieren. Mhm. Dann werden wir da mal schnell hinfliegen müssen, ne? Hast du ja ein gutes Wetter ausgesucht, ne? Ja, tolles Flugwetter. Wow, aber trotzdem, das Licht ist schön, oder? Ja. Sieht toll aus. Aber nur mehr unten. Ja, ja. Gleich geht die Sonne unter. Na.
Ich will einen Besen, der sich vernünftig steuern lässt. Oh, guck mal, hier ist ein Haus. Ein Cottage. Ja. Und wer bist du? Hä? Hallo. Oh, welch angenehme Überraschung. Aha. Na dann. Das war jetzt wieder Merlin, das hättest du nicht gesagt. Und was? Und, Stimmt. Genau, das meinte sie ja. Na gut. Das war die angenehme Überraschung. Dann gucken wir doch mal, was er hier von uns will. Revelio. Der Mann ist weg jetzt. Der steht da oben auf dem Ding, auf dem Steg. Guck mal, da ist was Blaues. Was ist das Blaues? Bananen. So eine Art, ja, was immer es ist. Das werden wir gleich feststellen. Ja. Ist das ja, es ist so ein Stein, aber der hat was eingeritzt da oben. Kann man so schlecht sehen eigentlich. 1, 2, 3. Mal probieren, ob man da was reparieren kann. Reparo. Ja. Sehr gut, das ist schon mal Merlin, oder? Nee, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Wir werden sehen. Hey, da ist noch was. Da musst du auch noch hin. Oder nee, du brauchst du ja gar nicht. Toll. Hat eine relativ große Reichweite, ja. Aha. Mal gucken, das müsste noch mindestens einer sein. Hä? Würde ich auch denken, aber... Oh, guck mal, wer da ist. Aber erstmal nicht. Unsere kleinen geschwätzigen Freunde. Und? Drei rote Männchen. Ja, die erzählen. So, jetzt. Ich würde sagen, dass Eigengeld von den Armen nicht gerade verdient. Aha. Ach, die sind hier dahinter. Mhm. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, warum es einen Wirbel um das Wildern gibt. Es gibt genug Tierwesen für alle. Ist ein. Ich sollte mal nachsehen, aber du nicht mehr. Oder? Oh. Nein. Ja, komm her. Nee. Das kannst du doch besser. Du kommst ja nicht rüber. Levioso! Ja. Nix da. Der spinnt wohl, ja? Ja. Levioso! Na also, warum denn nicht gleich so? Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Ja. Ja, da ist doch so ein Stein, so ein Ding. Was immer das ist. Aber die haben wir doch vorher also auch schon mit gesehen. Ja, mit denen kann ich bis jetzt immer noch nichts anfangen. Ich wüsste nicht, was ich mit denen machen sollte. Nee, weiß ich auch nicht. Das werden wir wahrscheinlich aber noch herausfinden. So ist jetzt mal eine Truhe. Ja. Hinter der Mauer. Ja, genau. Ein gepflegter Hexerhut. Na. Toll.
toll. Ist doch schon mal was. Kann ich nicht. Bon. Weil ich tränkevoll bin. Ja. Revelio. Das ist was ganz Neues. Ne? Ja. Ah, sind diese Eier. Ja, Aschwinderinnen Eier. Was kann man damit machen mit diesen Eiern? Zutat für, eine, für ein Rezept. Aha. Oh, das hier ist ein Stein. Revelio. Wir müssen. Ja. Wir haben die Zeit erreicht. Wir sollten jetzt Schluss machen. Ja, na gut. Dann müssen wir nächstes Mal die letzte Ruine wieder ganz machen. Müsste ja eigentlich irgendwo hier unten sein. Ja, klar. Wir wollen uns aber auch um, die Kuh, um diese Dinger kümmern. Ne? Um die. Wir brauchen Merlin, ja, damit unser Gepäck größer wird. Revelio. Aha. Hier oben ist ja, es ja, nicht. Naja, und um die Glocken, ne? Wollen wir uns ja auch kümmern. Ja, die beiden haben wir. Und den dritten werden wir noch suchen müssen. Na gut, dann machen wir jetzt Schluss. Bis zum nächsten Mal, ja? Genau. Ciao. Bis dann. Tschüss.